heute grüße ich dich zu Furchtlöscher. Gott ist im Wiederherstellungsgeschäft. In Jesaja 42, Vers 22 sagt das Wort Gottes: Dennoch ist es ein beraubtes und geplündertes Volk. Sie sind alle gebunden in Gefängnissen und verschlossen in Kerkern. Sie sind zur Beute geworden und es ist kein Erretter da. Sie sind geplündert und es ist niemand da, der sagt: Gib wieder her. Wow, Beraubung pur. Und ganz offensichtlich fehlt dieser eine Mensch, der sagt: Gib wieder her. In der englischen Übersetzung heißt es restore, stell wieder her. Das ist ein Anruf Gottes. Er sagt: Hey, ich brauche jemanden, der in der Beraubung aufsteht, es nicht akzeptiert, sondern sagt: Herr, stell wieder her. Und ich glaube, dass Gott das zu dir heute sagt. Sei du derjenige, der aufsteht, der sich nicht von den Umständen knechten lässt, der sich nicht vom Feind berauben lässt, sondern der aufsteht und sagt: Gott, ich weiß, du bist auf meiner Seite, stell wieder her. Indem du das aussprichst, bringst du deinen Glauben in die richtige Position, so dass Gott vom Himmel her hören kann, was die Erde im Glauben spricht. Und du bist dafür in diese Situation hineingestellt. Du richtest damit den Blick eben nicht auf die Beraubung, sondern du richtest den Blick auf den auferstandenen, allmächtigen Gott. Wir können tatsächlich nichts tun, um Wiederherstellung zu erlangen, aber wir können uns auf Jesus berufen, der unser Wiederhersteller in allen Punkten ist. Gott, stell wieder her. Das bedeutet, wir sagen: Jesus, du hast den Preis für alle Wiederherstellung bezahlt und wir kommen in deinem Namen und sagen: Herr, gib, was du erworben hast. Lass uns Teilhaber an deinem Sieg sein. In Jeremia 30, Vers 17 sagt das Wort Gottes: Aber ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr, weil man dich die Verstoßene nennt. Und das Zion, nach der niemand fragt. Gott sagt: Hey, die ganze Welt hat dich abgeschrieben. Vielleicht hast du sogar ein bisschen dich selber abgeschrieben, aber Gott hat dich nicht abgeschrieben. Er will dich wiederherstellen. Er will deine Wunden heilen. Und auch hier steht dieses Wort Wiederherstellung. Und ich liebe das. Ja, Gott will deine Gesundheit wiederherstellen. Was immer die Leute sagen, was immer die Umstände sagen, Gott ist auf deiner Seite. In 2. Mose 21, Vers 37 sagt das Wort Gottes: Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt, schlachtet es oder verkauft, so soll er 5 Rinder für dieses eine wiedergeben und 4 für das geraubte Schaf. Also Gott sagt: Hey, wo immer der Räuber ansetzt und du gehst mit der Situation zu Gott, wird Gott dafür sorgen, dass Wiederherstellung kommt. Er bringt das Geraubte zurück. Wow. In Joel 2, Vers 25, hör das Wort Gottes. Und ich will euch die Jahre zurückerstatten, die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Rauben gefressen haben. Hey, Gott will zurückerstatten. Und er bringt sogar die verlorene Zeit und die Jahre zurück. Seine Wiederherstellung ist immer größer und besser als das, was wir verloren haben. Deshalb nimm heute all deinen Mut zusammen und über den beraubten Bereichen in deinem Leben bete das aus und sage: Gott, stell wieder her. Und ich bin sicher, er wird es tun. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unseren Furchtlöscher-Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.